Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Leitstellenspiel. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen guten Start in die Woche. Und ja, hoffe, so weiter ist es in Ordnung bei euch. Ich muss gestehen, ich habe gestern nichts gemacht. Gestern mal einen ruhigen gemacht, also gestern kein, ja, nebenbei so ganz, ganz minimal Einsätze, nicht der Rede wert. Heute geht es wieder ein bisschen weiter. Ganz gemütlich und in Ruhe, nichts Übertriebenes, nichts Überzogenes, sondern ganz gechillt. Sprechwunsch. Ja, die nächsten Ausbauten sind auch fertig geworden. Das ist jetzt ein ganzer Schwung an Krankenhäusern mit der ersten Ausbaustufe ready. Können wir nämlich mal kurz gucken. Ne, das sind hier so die ersten. Sprechwunsch. Nichts Besonderes. Joa. Die können wir im Prinzip auch eigentlich alle mal rausschmeißen, weil die uns Sprechwunsch. überhaupt nicht interessieren. Das sind halt die ersten Ausbaustufen. Joa. Ist okay. Völlig in Ordnung. Ja, ansonsten habe ich mich dann auch so ein bisschen dran gesetzt und die Klinik war es in Altona, nein, das Albertin-Krankenhaus, schon mal auf Ausbaustufe 20 gemacht. Allein aus dem Grund, weil da oben haben wir nicht ganz so viel, da sind die Wege ein bisschen weiter, um damit wir da halt ein bisschen mehr Kapazität haben. Das war alles in allem der Hintergrund dessen. Und ja, ich denke mal, auf kurz oder lang werden wir hier ein zweites Gebäude hinsetzen. Ne, wir haben jetzt zwar noch Pinneberg, aber ja, ist jetzt halt auch nicht um die Ecke. Ne, da denke ich mal, wenn wir dann ein zweites Gebäude hinsetzen. Ansonsten gucken wir mal, ob hier oben vielleicht noch irgendwo ein anderes Krankenhaus ist. Keine Ahnung, ich bin kein Hamburger. Ich weiß es einfach nicht. Möglich. Also wahrscheinlich sogar sehr möglich. Ja, hier hätten wir sogar eins. Das gehört noch zum Albertinen dazu. Ja gut, dann werden wir da bei Gelegenheit einfach mal ein Gebäude hinsetzen. Haben wir die Kohle? Nö, nicht ganz. Ist jetzt aber auch nicht so das dringende Bedürfnis, da jetzt auch sofort was hinzusetzen. Ja, die Ausbauten hier laufen ja. Das hatten wir Sonntag ja alles angeschmissen. Das dauert seine Zeit. Nächste SEK-Zug wird in 5 Tagen fertig sein. Ja, bis dahin vergeht noch eine ganze Menge Zeit. Da läuft noch eine ganze Menge Wasser, die Alster und die Elbe hinunter. Ja, mal gucken, was wir uns bis dahin noch so Schönes überlegt haben. Tja. Ja, ich würde schon fast vorschlagen, wir stellen jetzt mal die Einsatzgeschwindigkeit auf normal, laden das Ganze einmal durch, damit wir hier ein bisschen mehr Einsätze bekommen und auch ein bisschen mehr was zu tun haben. Was haben wir denn hier eigentlich gerade im Angebot? Oh, Weltkriegsbombe, das bindet immer so viele Fahrzeuge, die wir nicht haben. Ah, nee. Muss nicht sein. Gut. Theoretisch. Warte mal, jetzt lass uns mal gucken, was wir hier an Statistiken haben. Ja, wir haben immer noch erst nur 19 Rettungswachen. Da müssen wir echt noch ein bisschen aufrüsten. Ja, auf 30 müssen wir kommen, langfristig. Theoretisch. Ja, ich hab da die Idee, wir werden Folgendes machen. Wir werden die Feuerwehrwachen, die wir haben, die Freiwilligen, die werden wir aufrüsten, weil wir stellen ja sowieso fest, wir haben viel zu wenig Fahrzeuge. Viel zu wenig. Ja, und dann können wir denen auch halt allen eigentlich ein
eine Rettungswagen-Erweiterung geben, ob wir da dann Rettungswagen hinstellen. Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ne? Müssen wir ja nicht. Ich brauche einfach nur die Rettungswagen. Ich will jetzt hier aber nicht noch 20 Milliarden Rettungswagen hinbauen, die gar nicht existieren. Weil ich würde nämlich gerne an den zweiten GRTW rankommen, wenn ich ehrlich bin. Oh. Hat aber auch keine Notwendigkeit. Na. Hat überhaupt keine Notwendigkeit. Ich denke mal, da liegen andere Baustellen noch weitaus im Vordergrund. Ja, wie zum Beispiel der Ausbau der Krankenhäuser. Ja, dann die. Ja, dann würde ich gerne den Polizeiapparat noch so ein bisschen weiter ausbauen. Erstmal. Warte mal. Sprechwunsch. Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Was können wir denn da eigentlich so Schönes, Sinnvolles machen? Genau. Jetzt weiß ich noch, was wir machen. Erstmal kriegt der hier einen weiteren Stellplatz. So. Und zwar. Oder nein, wir konzentrieren uns jetzt generell erstmal hier auf die Flughafenfeuerwehr, weil die würde ich nämlich gerne ausbauen und zwar auf Maximum. Also ich würde hier auf jeden Fall gerne einen zweiten RTW hinstellen, ich würde hier einen ILW hinstellen, HLF und das wäre jetzt auch das, was ich als nächstes hier hinstelle. Erstmal ein HLF, natürlich ein HLF-20, logischerweise. So. Was hast du denn eigentlich für eine Kennung? 9301. Okay. Florian Hamburg. 93 4801. HLF. Wobei man da natürlich überlegen könnte, ob man das dann nicht eventuell aus dieser AAO rausnimmt und dann halt einfach nur für den Flughafen vorhält. Was wir aber hier machen können, ist, wir können uns jetzt austoben hier mit dem HF, mit dem Fahrzeugfahrgestell, weil das ist ja jetzt kein Hamburger in dem Sinne. Vielleicht haben wir da ja irgendwas, was wir irgendwie nutzen könnten. Heute haben wir ja auch irgendwie das Glück und hier gibt es irgendwie zum Beispiel das hier. Das können wir sehr gut nehmen. Das ist nämlich das Passende. Gut. Können wir auch mal kurz gucken, ob wir noch irgendein passendes Fahrzeug für die haben. Einfach mal so aufs Geratewohl. Möglich, dass das die sogar sind. Ich weiß es einfach nicht. Wir werden es aber sehen. Es würde mich zumindest freuen. Hab da aber meine Befürchtung, dass das nicht der Fall ist. Ja, so weit hinten war das nicht. Der sieht nicht hässlich aus. Ja, ein Fendt. Jawohl, jawohl. Warum auch nicht?
Okay, haben wir jetzt so aus dem Bauch nix? Haben wir hier unter denen irgendwas? Irgendetwas, das mir besser gefällt? Ja, ich kümmere mich gleich um dich. Müsste dann ja hier gewesen sein, glaube ich, ne? Auf der Seite. Der oder der? Ist beides nicht der Fall. Na. Oder SL hier vielleicht. Ansonsten lassen wir das ja so, wie es ist. Macht dem Ganzen ja auch keinen Abbruch. Nicht ganz zumindest. Aber es sieht nicht so danach aus. Ba-bum, 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 ba-bum. Nö. Jo gut, dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und kümmern uns einfach erstmal so ein bisschen um die Einsätze, ne? So. Ja, ich denke mal, das sollte eigentlich die beste. Ja, komm, fahr du. Das Beste sein, dass wir da jetzt erstmal die Flughafenfeuer ausbauen. Und wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Wir machen jetzt mal. Nein, hier wollte ich gar nicht hin. Wir machen jetzt einen Zug, wo nur Flughafen drin ist. In der Regel wird ja sowieso immer alles alarmiert vom Flughafen. Daher, so, den schmeißen wir damit hin. Flughafen. So. Fährt er jetzt einfach alles mit raus. So, die Farbe ist sogar völlig okay. Dann müssen wir uns nur noch die einzelnen Fahrzeuge angucken, dass die dann in Zukunft nicht mehr anderweitig alarmiert werden. Ne, dass die wirklich dann nur noch über die Zugalarmierung rausgehen. Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Vor allem das Schöne ist, da müssen wir auch nur die TLFs nehmen und SAR-F und der RTW. Weil dann halten wir den RTW da oben nämlich frei. Dann fährt er keine Regelrettung mehr, macht sondern nämlich nur noch die Geschichten da oben am Flughafen. So. So sollte das doch schon mal halbwegs schön aussehen. Gut. Dann gehen wir hier noch mal rein. Du wirst gelöscht. Und du wirst auch gelöscht. Okay. Gut. Haben wir diese Nummer. Ja, das gefällt mir sogar so ganz gut. Den lassen wir in dieser Farbe, dann fällt er auf. Fertig. Und wenn wir dann an diesem Standort ein weiteres Fahrzeug hinstellen, kommt das dort mit rein. Wir brauchen auch an diesem Standort
kein ELB2 oder sowas hinstellen. Die kommen in der Realität auch von außerhalb, wenn irgendeine größere Schadenslage ist. Von daher. Nee, also ich würde da definitiv gerne dann noch eine Drehleiter hinstellen. Ein Cardiovie auf jeden Fall und ein ELV. Also beides. Also aber beides jeweils ein ELV1. Und. Nee, der ELV wäre ja ein ELV2. Okay, dann eben so. Dann stellen wir da doch ein ELV2 hin. Die aber wirklich dann nur für das dort zuständig sind. Ja. Damit wir das dann da wirklich auch autark hinbekommen. Schnawwibbel, schnawwibbel, schnawwalabab. Gut, ja, dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt auch einfach nur mal Hallo in die Kommentare. Ich würde mich total freuen. Ja, und Sprechwunsch. wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dann.